Was geht ab, Pyros? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, Freunde, es gibt tatsächlich wieder Hoffnung. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das dieses Jahr nochmal sage. Und damit herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Wer hier neu ist von euch Pyros, lasst gerne mal ein Abo da. Über einen Daumen nach oben freue ich mich wie immer auch, wenn euch das Video gefällt. Und ja, eigentlich ist das hier ein Filmkanal, aber zu Silvester gibt es immer wieder ein paar Pyro-Videos. Habe ich ja auch schon im Namen drin, deshalb legen wir auch direkt los. Habe ja die Woche schon mal ein Video dazu gemacht, um genauer zu sein, am Mann ist Samstag zum Feuerwerksverbot. Und ja, jetzt tatsächlich gibt es eine kleine Wendung. Ich denke, die meisten von euch werden es schon mitbekommen haben. Die FDP, die gute FDP, hat einen Eilantrag gestellt, und zwar zum sofortigen Kippen des Feuerwerksverbotes. Begründet hat sie das mit den Argumenten, die wir auch schon die ganze Zeit sagen. Also, ja, wir sagen das schon die ganze Zeit, und ich hoffe, dass das auch die anderen Parteien jetzt begreifen werden. Eben, dass man sich mit deutschem Feuerwerk nicht so verletzen kann, dass man auf die Intensivstation muss, dass ja, die meisten Fälle, also Silvester, die überhaupt ins Krankenhaus müssen, nicht auf deutsches Feuerwerk, sondern allgemein auf Alkohol oder eben auf ausländisches, ungeprüftes Kategorie F3 und 4 Feuerwerk zurückzuführen sind. Ja, das haben sie eben gemeint. Und natürlich auch, dass ja, ein Feuerwerksverbot so ziemlich genau das Gegenteil bewirkt, denn dass somit eben viele Leute nach Polen fahren und sich dort eben mit Kategorie F3, F4 eindecken, was natürlich hier nicht erlaubt ist. Und ja, das hat eben die FDP jetzt hier mal klargestellt. Endlich, ich muss ganz ehrlich sagen, endlich, richtig geil auf jeden Fall, dass das endlich mal eine Partei erkannt hat und auch mal richtig so geschrieben hat. So, jetzt ist natürlich die Frage, bringt uns das was? Und zuerst mal muss ich sagen, natürlich bringt uns das was. Es bringt uns ungefähr wirklich einen Riesenschritt nach vorne. Also, ihr müsst euch das jetzt so vorstellen. Es geht jetzt am Freitag ist die Sitzung, das heißt am Freitag wird es dann endgültig entschieden, ob das Feuerwerk verboten wird, also ob das Verbot bestehen bleibt oder eben gekippt wird. Und jetzt gibt es eben zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, es juckt keine Partei außer die FDP und es wird einfach durchgezogen. Und somit bleibt das Verbot bestehen, wovon ich jetzt tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen, nicht mehr ausgehe, aber ich habe auf jeden Fall, sagen wir mal, mittlerweile so eine 50-50% Hoffnung, dass wir doch noch Glück haben können. Ich möchte jetzt keinem die Hoffnung nehmen, ich möchte jetzt keine unnötige Hoffnung machen. Schreibt mir jetzt gerne in die Kommentare, was ihr davon denkt. Ich weiß, ich habe am Samstag noch gesagt, dass ich mir hundertprozentig sicher bin, dass es nicht gekippt wird. Da wusste ich aber noch nicht, dass jetzt eine Partei, das müssen wir uns vor Augen halten, es ist eine Partei, die in der Koalition mit drin ist, also somit eine Spitzenpartei in Deutschland, die in der Koalition aus SPD, den Grünen und FDP, wie gesagt, eben mit drin ist. Das muss man sich immer vor Augen halten. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass es so weit kommt. Und gerade aus diesem Grund muss ich sagen, ich will jetzt nicht ganz sagen, eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, vielleicht auch ein bisschen unten drunter, aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher als zuvor. Und jetzt muss ich tatsächlich sagen, bin ich mir nicht mehr zu 100% sicher, sondern nur noch zu 50% ungefähr, dass das Verbot bestehen bleibt. 50-50 Chance, würde ich mal sagen. So, Möglichkeit 2, kommen wir zurück zu meinem Satz. Möglichkeit 2 ist, dass die FDP eben ihre Sicht der Dinge, die richtige Sicht natürlich auch, muss man immer wieder betonen, also was hier in die Welt gesetzt wird. Man sprengt sich mit dem deutschen Böller nicht die Finger weg, um das nochmal klar zu machen. Und im Normalfall, wenn man nicht wirklich voll besoffen oder was weiß ich ist, zündet man auch keinen Feuerwerksartikel im Haus. Nein, macht man eigentlich nicht. Ja, wie gesagt, zurück zu der FDP. Die hat jetzt, wie gesagt, endlich mal die Wahrheit des Ganzen aufgedeckt, dass es eben nicht relevant ist für die Intensivstation. Und finde ich auf jeden Fall gut. Und wenn die das so vorbringen, könnte ich mir theoretisch vorstellen, es ist nur wirklich im Konjunktiv formuliert, ich könnte mir das Ganze vorstellen, dass sich zumindest die SPD, auch wenn die ganze Zeit das Ganze so begründet wurde, wie ich eben schon gesagt habe, auf eine lächerliche Art und Weise, aber es könnte doch sein, dass sich auch die SPD darauf mal beruft und mal darüber nachdenkt, dann tatsächlich darüber diskutiert wird und dann auch zu dem Entschluss gekommen wird, ich weiß nicht, ob das ein deutscher Satz ist, keine Ahnung, dass man dann zu dem Entschluss kommt, dass letzten Endes dann doch Feuerwerk erlaubt ist an Silvester. Ich, wie gesagt, habe keine Ahnung,
Es kann natürlich auch sein, dass die FDP hier ja, sich nicht durchsetzt. Ich weiß es wie gesagt nicht, keine Ahnung. Es ist jetzt eine 50-50-Chance, wir müssen abwarten. Nur sage ich jetzt mal so, es ist schon mal ein Riesenfortschritt, dass es jetzt tatsächlich eine Spitzenpartei geschafft hat, da mal wirklich eine Klage oder einen Eilantrag ja, dagegen zu bringen. Und jetzt wird es interessant, Freunde. Am Freitag ist, wie gesagt, die Sitzung und wir haben sogar noch einen geilen Artikel, den habe ich, jetzt kann ich jetzt nicht einblenden, egal, könnt ihr im Internet nachschauen. Und da berichtet eben ein ja, Mediziner, dass durch das Feuerwerksverbot er viel mehr Angst hat, dass jetzt noch mehr Menschen sich Gliedmaßen abreißen als zuvor. Denn zuvor gab es natürlich auch schon einen Schwarzmarkt, immer illegale Böller über Polen, Tschechien, sonstige eingeführt wurden, aber jetzt wird das Ganze noch verstärkt natürlich durch dieses sinnlose Verbot. Ich muss das wieder betonen, sinnlose Verbot. Und ja, deshalb denke ich, dass das auch vielleicht nochmal so ein Ausgang, ein ausschlaggebender Punkt werden könnte, dass die FDP das dann auch nochmal vorbringt bei ihrem Statement. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht, ist jetzt nur eine Vermutung. Zusammenspielend mit dem, was sie eh schon in ihrem Eilantrag haben, könnte das ein richtig starker Standpunkt werden, in Klammern der einzigste Standpunkt, der wirklich der Wahrheit entspricht, Klammer zu, könnte das wirklich ein richtig starker Standpunkt werden und deswegen können wir jetzt tatsächlich gespannt sein auf den Freitag. Wie gesagt, ich mache hier keine Hoffnung, wie gesagt, ich nehme hier keinem die Hoffnung, jeder muss sich seine Meinung selbst bilden, schreibt mir gerne jetzt eure Meinung in die Kommentare. Wie gesagt, meine Meinung der ganzen Sache ist, das Ganze ist eine 50-50-Chance, 50%, dass einfach nur beschlossen wird und ja, kaum darüber diskutiert wird und eben 50%, dass es tatsächlich gekippt wird und Freunde, das wäre halt natürlich einfach nur mega geil, muss man ganz ehrlich so sagen. Und ja, was ich natürlich auch noch vergessen habe zu erwähnen, die FDP hat natürlich auch noch in ihrer Eilantrag, ihrem Eilantrag stehen, dass so viele Mitarbeiter jetzt ihren Job verloren haben, was natürlich auch immer wirklich die wichtigste Sache, der wichtigste Aspekt des Ganzen ist, denn ganz ehrlich Leute, so viele Arbeiter, die dadurch jetzt ihren Job verloren haben und noch verlieren werden, wenn es dann wirklich dazu kommt, ist wirklich eine traurige Sache und deshalb, gerade dieser Faktor würde ich nochmal sagen, ist dann nochmal ausschlaggebend dafür, dass es dann hoffentlich am Freitag gekippt wird. Ich bin sehr gespannt, wie gesagt, schauen wir mal, ja, ich weiß noch nicht, ob ich dazu ein Video machen werde, wie es dann ausgegangen ist. Kommt ganz drauf an, wie es ausgegangen ist. Wenn es tatsächlich nicht gekippt wird und bestehen bleibt, weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf habe, nochmal ein Video zu machen. Wenn es gekippt wird, schauen wir mal. Ne? Also ich bin auf jeden Fall jetzt wieder hoffnungsvoll, zuversichtlich. Natürlich nicht zu viel Hoffnung entwickeln. Es ist immer noch eine große Wahrscheinlichkeit da, dass es eben nicht gekippt wird. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es gekippt wird, ist jetzt deutlich größer als zuvor. Deswegen würde ich mal sagen, Freunde, Kopf hoch, warten wir, was da kommt und ja, auf jeden Fall die Hoffnung nicht verlieren. Und was ich auch nochmal sagen wollte, wenn ihr jetzt die Woche schon mit Gewerbeschein irgendwas klärt, und dann macht das auf jeden Fall auch. Also ne, lehnt euch jetzt nicht zurück und wartet da ab und ja, es wird schon gekippt, yo, safe. Das bringt es halt auch nicht. Guckt, dass ihr auf jeden Fall eine Zweitversicherung habt, falls es doch nicht gekippt wird. So, mehr möchte ich dazu nicht sagen, aber wir sind auf jeden Fall zuversichtlich. Und ja, harren der Dinge, die da kommen. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Zeigt mir es gerne mit einem Däumchen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, Freunde, Büros bleibt stark. Warten wir ab, was am Freitag kommt. Ich bin sehr gespannt. Bis dahin, macht's gut. Haut rein. Euer Movie Pyro 91 und hoffentlich auf ein gutes Gelingen am Freitag.